bar that I'm not into you. Ich könnte jetzt aber viel mehr Kopfstimmresonanz reinbringen. I'm da habe ich noch ein bisschen Kopfstimmresonanz mit dabei, aber ich könnte auch Vollgas changing, changing, changing. Heute geht es um das Thema Bruststimme hochziehen, Schrägstrich Belting. Wie geht das? Was ist das? Das zeige ich euch heute in diesem Video. Du willst besser singen lernen? Dann schau mal bei tanjalevyvocalstudio.com. Dort gibt es Gesangsunterricht, verschiedene Übungspakete, Warm-ups und Gesangsanalysen schon ab 13,99. Wie singst du mit Power? Was ist Mix-Voice und wie kann ich Töne treffen? Hol dir jetzt ganz bequem für zu Hause dein Übungspaket oder buche direkt mit Tanja eine Gesangsstunde auf tanjalevyvocalstudio.com. Frag 13 verschiedene Gesangslehrer und die werden dir 13 verschiedene Antworten geben zum Thema Belting. Ja, Belting wird oft mit Schreien oder Rufen verwechselt und eigentlich ist es das nicht ganz. Es ist ein kontrollierter Sound und es geht darum, die richtigen Proportionen zu finden zwischen den tiefen und den hohen Resonanzen. Und manchmal wird Belting auch als hohe Bruststimme bezeichnet. Das heißt sozusagen der obere Teil deines Bruststimmregisters, bevor es dann in die Kopfstimme bricht oder in die Mix-Voice-Stimme bricht oder rübergeht. Ja. Mr. Larynx kennt ihr ja schon, das ist ja hier einmal unsere Voicebox Kehlkopf mit Stimmbändern und hier seht ihr einmal die Stimmbänder und was passiert ist, sind, dass die kleinen Stimmbänder hier vorne, die werden kleiner und dicker und die Arbeit, diese Intensität, die dort produziert wird, ist einfach mal viel stärker, dort ist ein viel größerer Kontakt mit den Vocal Folds, mit den Stimmbändern und die ganze Produktion als solches ist einfach intensiver. Jo Estel, eine Wissenschaftlerin hier bei, wer sich mit Estel Voice auskennt, weiß, dass ich begnadete Estel-Fan bin und dort haben sie Folgendes gesagt. Und zwar Jo Estel hat gesagt, also Jo Estel bezeichnet Belting als eine extreme muskuläre und physische Art von Singen und was dort vorweg beobachtet wird, ist, dass dort weniger Luft benutzt wird, dass die Stimmbänder einfach sich länger schließen, mehr Kontakt miteinander haben, dass dort das Maximum ist an dieser Muskelaktivität aus dem Torso. Bei Estel heißt der Begriff auch Anchoring. Bin mir jetzt nicht sicher, ob einige von euch auch Estel kennen. Schaut doch mal rein, ich setze mal den Link unten in die Kommentare, in die Infobox rein. Ja, dort wird der Support für diese Aktivität, für diese Technik auch aus dem Körper von den größeren Muskeln geholt. Also es ist nicht nur Zwerchfell- und Bauchmuskeln oder auch Rückenmuskeln, sondern das sind auch Head and Neck. Anchoring, das heißt die Muskeln aus dem Kopf sozusagen, aus dem Nacken, dort wird auch eine Unterstützung mit beim Belting benutzt. Da möchte man ganz speziell, dass man den Kehlkopf stabilisiert. Dort findet auch eine Senkung statt, das nennt man im Englischen Till, also gerade wenn man beltet, dann sollte man echt definitiv einmal den Kehlkopf so ein bisschen senken. Das ist jetzt aber sehr spezifisch und sehr technisch, wir kommen auch gleich zur Übung, keine Sorge. Und was auch ganz wichtig ist, dass dort die Position des Kehlkopfs ein bisschen höher ist. Ja, das sind nur ein paar Sachen runtergebrochen, was da jetzt eigentlich sozusagen anatomisch passiert. Je höher du gehst, desto weniger Luft brauchst, dass du versuchst nicht zu drücken mit den falschen Taschenfalten. Wenn du das Gefühl hast, du drückst, dann musst du unbedingt aufhören. Wichtig ist auch natürlich zu wissen, das eine ist eben Belting und das andere ist auch Mixed Voice. Man kann zu einem bestimmten gewissen Grad diese Mixed Voice Töne auch belten. Ne? Das kann man. Man kann dann sagen, okay, ich gebe jetzt 100% nur eine muskuläre Aktivität und nicht nur zwei Muskeln. Ne? Also nicht nur 70% Bruststimmanteil und 30% Kopfstimmanteil, das wäre dann Mixed Voice. Dazu habe ich auch ein extra Video. Jetzt zeige ich euch mal so ein bisschen, was wie Belting klingt. I am und da gebe ich noch nicht ganz so viel. Das war Belting. Ich könnte jetzt aber viel mehr Kopfstimmresonanz reinbringen. I'm da habe ich noch ein bisschen Kopfstimmresonanz mit dabei, aber ich könnte auch Vollgas change.
changing, changing, changing. Man könnte darauf vielleicht sogar einen Mix gehen. Changing, changing, changing. Und ihr seht, es klingt so ein bisschen wie Rufen, ne? Nennen dieses Register ja auch Call Register, weil es dort auch eben, ne, weil es wie ein Ruf klingt und es hat halt eben auch diese Ähnlichkeiten. Ne? So, also nochmal zusammenfassen. Wichtig ist eine moderate Menge an Luft. Wichtig und gut wäre vielleicht, sich ein bisschen mehr zum Thema Twang zu informieren oder Sobbing. Das hilft dir gerade in diesen hohen Bruststimmtönen beim Belting. Wichtig ist auch, dass wir nicht zu viel Muskularität, also zu viel ist zu viel. Das heißt, es muss auch da wieder moderat sein. Wenn du jetzt deine ganzen Bauchmuskeln reindrückst, um diesen Ton rauszuhauen, dann ist das auch nicht richtig. Es muss eine moderate Menge sein. Es darf nicht so eine Überspannung haben. Versuch, wie gesagt, auch hier weniger Luft zu verbrauchen. Wichtig ist natürlich dieses Head and Neck Anchoring, weil wir brauchen die Unterstützung von anderen Muskeln zur Stabilisierung. Wichtig ist auch Kinn fallen lassen, Zunge in der richtigen Position haben, die richtigen Vokale auch dazu nehmen. Gucken, dass man eben nicht krampfartig den Kehlkopf hochzischt, ja, und dass man eben nicht mit den falschen Taschenfalten drückt. Also es soll eben nicht so ein Druckgefühl sein, als wenn du jetzt gerade auf der Toilette bist oder als wenn du jetzt gerade irgendwie pupsen muss, dann machst du ja, hast ja auch so einen Druck, oder wenn du jetzt bei der Geburt bist oder so, ne? Oder wenn du was hochhebst und es darf halt eben nicht diesen Mechanismus sein, als wenn du jetzt gerade was hochheben würdest und ja, sondern es muss wirklich frei und entspannt sein und es verengt sich alles dann im Vocal Trakt und eigentlich passiert da minimale Arbeit in Anführungsstrichen, aber ja, lange Rede, kurzer Sinn, lass uns doch mal direkt zur Übung gehen. An der Stelle möchte ich mal zwei Pakete empfehlen. Dort dreht es sich komplett nur um Bruststimme und Mixed Voice. Und das ist einmal mit Power Sing und einmal Mixed Voice. Und da sind meine Lieblingsübungen auch mit dabei. Und das sind die Übungen für euch. Das sind, da habe ich es geschafft, auch von meinem Register von F auf C und C Sharp zu kommen. Und das hätte ich auch nie gedacht. Aber wirklich, es ist Arbeit auch. Ne? Es geht jetzt nicht von heute auf morgen, aber die Übung wird, das wird dann schon einfacher sein. Ja. Ja. Versuch dich langsam Note für Note hochzuarbeiten. Immer kontrollieren, dass du da nicht so viel Luft hast. Es ist halt nicht übergepackt. Ja. Oh Mann, das tut ziemlich weh. Da ist ganz viel Luft dabei, überschüssige Luft, die wir nicht brauchen. Die Stimmbänder haben eine harte Zeit, sich zu schließen. Wir brauchen aber auch diesen Twang, diesen Nya, 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 Nya. Ja. Ich hoffe, das Mikrofon hält es aus. Es ist laut und Belting ist einfach laut. Es ist eine ganz andere Herz. Also, jetzt mal ohne mich. Schon für viele der Bruch hier bei mir zum Beispiel, Alto. Ja, das ist jetzt Mezzo-Region hier fast schon. Oder Mix für viele jetzt auch. Ja, Kopfstimme für einige oder für viele. Machen wir ein bisschen hier hin. Also, versuch eben nicht in die Kopfstimme zu gehen. Und versuch da jetzt auch vielleicht noch nicht in die Mix-Voice zu gehen. Ich meine, probier es aus. Du weißt ja, wo der Bruch deines Registers ist. Das kann man jetzt so nicht beurteilen anhand eines Videos. Aber du musst halt eben gucken. Natürlich kannst du jetzt diese Töne auch belten. Aber das ist richtig jetzt athletischer Sport, wo wir uns jetzt bewegen. Und das dauert auch einen Moment. Und das muss man auch nicht alleine machen. Ne? Also immer gucken. Gerade bei so Belting. Wenn du dir eine falsche Technik angewöhnst, dann tut dir das ganz, ganz schlecht. Also wirklich vorsichtig dabei. Schreib doch mal jetzt rein in die Videos mit meiner Schülerin. Dort arbeiten wir nämlich auch mit Belting bei
White Speechless benutzen auch NG. Und zwar das richtige Placement. Schaut doch mal da jetzt in die Videos rein und lernt noch was dazu. Thumbs up, subscribe und ich freue mich, euch auch auf Instagram zu sehen.